niedrig bezahlte, ordentliche Jobs. Und da ist dann, glaube ich, da würde niemand mehr sanktioniert werden, weil jeder, der einen gut bezahlten, unbefristeten Tarifjob angeboten bekommt, also wenn er den dann nicht annimmt, naja gut, also dann finde ich irgendwo eine gewisse, sozusagen einen gewissen Druck im Hintergrund auch nicht ganz daneben. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Ratespiel. Nochmal raten, von wem dieses Zitat ist. Für einen Kapitalisten ist ein Unternehmen nur ein Mittel zum Zweck der Kapitalverwertung und der Erzielung von Rendite. Wie der alte Adel von den Frondiensten seiner Hintersassen lebt der Kapitalist von den Erträgen seines Vermögens, das er in vielen Fällen schlicht geerbt hat. Ein Unternehmer ist jemand, der ein Unternehmen aufbaut und führt mit eigenen Ideen, Power und Kreativität. Jede vernünftige Wirtschaft braucht gute Unternehmer, aber sie braucht keine Kapitalisten. Hier ist transportiert das Bild vom schaffenden und vom raffenden Kapital. Das haben die Nazis ja auf den Punkt gebracht. Der schlechte Kapitalist, der rafft, und der gute Unternehmer, der schafft. Nun sagt das heute niemand mehr, weil man weiß, das haben die Nazis gesagt und das darf man nicht sagen. Und ich unterstelle dem Menschen, der diesen Text geschrieben hat, wir kommen gleich dazu, wer es war, auch nicht, dass er dieses Bild von schaffend und raffend im Kopf hatte. Also explizit. Aber im Grunde genommen ist es das Bild. Es gibt ein Kapital, das rafft und gierig ist, und es gibt ein Kapital, das gut ist und schafft. Das ist Sarah Wagenknecht in ihrem neuen Renner, Geld ohne Gier. Ich unterstelle Sarah Wagenknecht nicht, dass sie Antisemitin ist. Aber ich sage, sie hat ein Weltbild, das in manchen Punkten eine verdammte Nähe zum Antisemitismus aufweist. Und das geht nicht nur der Sarah Wagenknecht so. Weil nichts gegen Juden haben, heißt noch lange nicht immun sein gegen antisemitische Denkmuster. Gegen soziale Zumutungen kämpfen, absolut richtig. Man muss aber gleichzeitig auch gegen die Ressentiments in den Köpfen kämpfen. An vorderster Front, auch angeblich linke Funktionäre, die sich selber Marxisten nennen, der Linkspartei, wie etwa der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm, Wolfgang Gerke, Christiane Reimann, André Hunko und so weiter. Dehm zum Beispiel ist ein Überzeugungstäter. Ich meine, ich konnte ihn noch nie leiden. Der war in Frankfurt am Anfang seiner Multimillionärskarriere als Sänger unterwegs. Bub vom Bornheimer Hang und sang entsetzliche deutsche Lieder. Gab sich den Künstlernamen Lerin und wir alle nannten ihn Plärin. Und dann hat er Barock gegen rechts entdeckt, wie viel Geld man machen kann, wenn man Gruppen unter Exklusivvertrag nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dehm hat beim Ostermarsch 2009 den Antisemitismus neu definiert und hat gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass man den Begriff des Antisemitismus für alles und jeden inflationiert. Antisemitismus ist Massenmord und muss dem Massenmord vorbehalten bleiben. Er spricht damit natürlich die Mehrheit der Antisemiten vom Antisemitismus frei, zeigt sich anschlussfähig nach rechts. Und er war der erste Bundestagsabgeordnete, der ganz früh, nach 8, 9 Wochen, auf einer Bühne der Montagsquerfront in Berlin redete und so diese antisemitische völkische Szene in Teilen angeblich Linker, ich würde sie als nationale Linke bezeichnen oder Nationalbolschewisten, salonfähig machte. Bei der ersten großen Friedenswinterdemo im Dezember in Berlin, das ist schon fast wieder vergessen und darf nicht vergessen werden, sind neben den Warnwichteln auch Linksparteimitglieder, DKPler und GEW-Leute mitgelaufen, obwohl die Vorstände von DKP und GEW in Berlin klare, wirklich auch zum Teil sehr gut formulierte Gegenbeschlüsse gefasst hatten. Neben ihnen, neben diesen sogenannten Linken, liefen Nazis, Rassisten, Propagandisten des rechten Kopfverlages in der ersten Reihe hinter dem Kopftransparent Dieter Dehm, Arm in Arm mit dem Antisemiten Lars Meerholz und Ken Jebsen, die beide Reden hielten. Interessant ist auch das Verhalten von anderen. Die Anzeigen zum Beispiel wurden mit herausgegeben von Sarah Wagenknecht, die hinter einem komischen Nebel steht von, die wollen wir jetzt nicht kritisieren. Ist es nicht schön, dass auch eine junge Frau in Talkshows irgendwie den anderen mal Kontra gibt? Leute, zieht euch mal selbst an den Ohren, also die, die das noch glauben. Eine, die auftritt und uns erklären will, also uns West-Links-Radikalen erklären will, dass der Kapitalismus früher unter Erhard
und vor 1990 geradezu ein Paradies war und die für diese Aussagen und die Wiederentdeckung der angeblich sozialen Marktwirtschaft, also des brutalen Kapitalismus in seiner Erscheinungsform vor 1990, die dafür dann zugrunde gelobt wird auf Veranstaltung von Peter Gauweiler und dem ehemaligen Herausgeber der FAZ, und keiner schämt sich dafür, der sich, na egal, also jedenfalls die macht das, aber die macht das wirklich sehr, sehr geschickt, ganz fein und vornehm. Sie finanziert Anzeigen, dann wird die Kritik immer größer, auch in großen bürgerlichen Medien, Zeit, oh, ganz dummes Signal, wenn die sagen, guck mal, was sich da für eine Demo vorbereitet. Was macht sie dann? Der Spiegel ruft bei ihr an und fragt, ob es denn stimmt, dass sie da reden will. Sie war als Rednerin angekündigt. Und dann erfährt der Spiegel vom Büro, die haben ja alle Büros, vom Büro Wagenknecht, dass Frau Wagenknecht leider kurzfristig wegen eines Termins absagen muss. Und geht aus der Deckung und bleibt aus der Kritik. Es ist unfassbar. Hat aber mit aufgerufen. Was die Strömung der völkischen Querfront bei allen Widersprüchen in sich überschneidenden Teilmengen eint, ist eine manchmal linksmaskierte Form des völkischen Denkens. Ihr Weltbild ist oft dichotom, schwarz-weiß. Weil EU und NATO kritisiert werden müssen, selbstverständlich, ist die russische Regierung dann plötzlich alles Gute. Aber antiautoritäre, emanzipatorische Linke haben nun mal alle Formen von autoritärem Staat, Imperialismus und Kriegstreiberei in der jeweils angemessenen Form zu kritisieren. Die politischen Interessen Russlands muss man dabei genauso kennen und nach Berechtigten und Nichtberechtigten unterscheiden können wie andere. Wie will man sonst politische Entwicklungen verstehen? Das sind doch Binsen. Ich selber Marxisten nennen, der Linkspartei, wie etwa der Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm, Wolfgang Gerke, Christiane Reimann, André Hunko und so weiter. Dem zum Beispiel ist ein Überzeugungstäter. Ich meine, ich konnte noch nie leiden. Der war in Frankfurt am Anfang seiner Multimillionärskarriere als Sänger unterwegs. Bub vom Bornheimer Hang und sang entsetzliche deutsche Lieder. Gab sich den Künstlernamen Lerin und wir alle nannten ihn Plärin. Und dann hat er Barock gegen rechts entdeckt, wie viel Geld man machen kann, wenn man Gruppen unter Exklusivvertrag nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dem hat beim Ostermarsch 2009 den Antisemitismus neu definiert und hat gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass man den Begriff des Antisemitismus für alles und jeden inflationiert. Antisemitismus ist Massenmord und muss dem Massenmord vorbehalten bleiben. Er spricht damit natürlich die Mehrheit der Antisemiten vom Antisemitismus frei, zeigt sich anschlussfähig nach rechts. Und er war der erste Bundestagsabgeordnete, der ganz früh, nach 8, 9 Wochen, auf einer Bühne der Montagsquerfront in Berlin redete und so diese antisemitische völkische Szene in Teilen angeblich Linker, ich würde sie als nationale Linke bezeichnen oder Nationalbolschewisten, salonfähig machte. Bei der ersten großen Friedenswinter-Demo im Dezember in Berlin, das ist schon fast wieder vergessen und darf nicht vergessen werden, sind neben den Warnwichteln auch Linksparteimitglieder, DKPler und GEW-Leute mitgelaufen, obwohl die Vorstände von DKP und GEW in Berlin klare, wirklich auch zum Teil sehr gut formulierte Gegenbeschlüsse gefasst hatten. Neben ihnen, neben diesen sogenannten Linken, liefen Nazis, Rassisten, Propagandisten des rechten Kopfverlages in der ersten Reihe hinter dem Kopftransparent Dieter Dehm, Arm in Arm mit dem Antisemiten Lars Meerholz und Ken Jebsen, die beide Reden hielten. Interessant ist auch das Verhalten von anderen. Die Anzeigen zum Beispiel wurden mit herausgegeben von Sarah Wagenknecht, die hinter einem komischen Nebel steht von, die wollen wir jetzt nicht kritisieren. Ist es nicht schön, dass auch eine junge freie Frau in Talkshows irgendwie den anderen mal Kontra gibt? Leute, zieht euch mal selbst an den Ohren, also die, die das noch glauben. Eine, die auftritt und uns erklären will, also uns West-Links-Radikalen erklären will, dass der Kapitalismus früher unter Erhard und vor 1990 geradezu ein Paradies war und die für diese Aussagen und die Wiederentdeckung der angeblich sozialen Marktwirtschaft, also des brutalen Kapitalismus in seiner Erscheinungsform vor 1990, die dafür dann zugrunde gelobt wird auf Veranstaltung von Peter Gauweiler und dem ehemaligen Herausgeber der FAZ. Und keiner schämt sich dafür, der sich, na egal, Erke, Christiane Reimann, André Hunko und so weiter. Dem zum Beispiel ist ein Überzeugungstäter,
Ich meine, ich konnte noch nie leiden. Der war in Frankfurt am Anfang seiner Multimillionärskarriere als Sänger unterwegs. Bub vom Bornheimer Hang und sang entsetzliche deutsche Lieder. Gab sich den Künstlernamen Lerin und wir alle nannten ihn Plärin. Und dann hat er Barock gegen rechts entdeckt, wie viel Geld man machen kann, wenn man Gruppen unter Exklusivvertrag nimmt. Aber das ist eine andere Geschichte. Dem hat beim Ostermarsch 2009 den Antisemitismus neu definiert und hat gesagt, wir dürfen nicht zulassen, dass man den Begriff des Antisemitismus für alles und jeden inflationiert. Antisemitismus ist Massenmord und muss dem Massenmord vorbehalten bleiben. Er spricht damit natürlich die Mehrheit der Antisemiten vom Antisemitismus frei, zeigt sich anschlussfähig nach rechts. Und er war der erste Bundestagsabgeordnete, der ganz früh, nach 8, 9 Wochen, auf einer Bühne der Montagsquerfront in Berlin redete und so diese antisemitische völkische Szene in Teilen angeblich Linker, ich würde sie als nationale Linke bezeichnen oder Nationalbolschewisten, salonfähig machte. Bei der ersten großen Friedenswinter-Demo im Dezember in Berlin, das ist schon fast wieder vergessen und darf nicht vergessen werden, sind neben den Warnwichteln auch Linksparteimitglieder, DKPler und GEW-Leute mitgelaufen, obwohl die Vorstände von DKP und GEW in Berlin klare, wirklich auch zum Teil sehr gut formulierte Gegenbeschlüsse gefasst hatten. Neben ihnen, neben diesen sogenannten Linken, liefen Nazis, Rassisten, Propagandisten des rechten Kopfverlages in der ersten Reihe hinter dem Kopftransparent Dieter Dehm, Arm in Arm mit dem Antisemiten Lars Meerholz und Ken Jebsen, die beide Reden hielten. Interessant ist auch das Verhalten von anderen. Die Anzeigen zum Beispiel wurden mit herausgegeben von Sarah Wagenknecht, die hinter einem komischen Nebel steht von, die wollen wir jetzt nicht kritisieren. Ist es nicht schön, dass auch eine junge Frau in Talkshows irgendwie den anderen mal Kontra gibt? Leute, zieht euch mal selbst an den Ohren, also die, die das noch glauben. Eine, die auftritt und uns erklären will, also uns West-Links-Radikalen erklären will, dass der Kapitalismus früher unter Erhard und vor 1990 geradezu ein Paradies war und die für diese Aussagen und die Wiederentdeckung der angeblich sozialen Marktwirtschaft, also des brutalen Kapitalismus in seiner Erscheinungsform vor 1990, die dafür dann zugrunde gelobt wird auf Veranstaltung von Peter Gauweiler und dem ehemaligen Herausgeber der FAZ. Und keiner schämt sich dafür, der sich, na egal. Also jedenfalls, die macht das,